ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wie geht's dir heute? Gut? Alhamdulillah. Wir machen weiter mit der Lektion 9. Okay? Wir haben in der letzten Lektion das Alphabet wiederholt. Wir haben es der Reihenfolge nachgelernt, von Alif bis zum Ja. Okay? Und dann haben wir die Buchstaben durcheinander gemacht. Okay? Lass uns jetzt kurz wiederholen. Und dann lernen wir etwas Neues und machen einen kleinen Test. Ich zeige dir die Buchstaben. Du schaust erst den Buchstaben und dann sagst du ihn auf. Los geht's. Ra. Ra, sehr schön. Eisenbahn. Was macht die Eisenbahn für einen Sound? Schien. Kaf. Lam, mashallah. Kha. Kha, bravo, mashallah. Qaf. Qaf, super. Jim. Jim. Fa. Fa, mashallah. Bad, ja, sag's nochmal laut. Bad. Bad. Super. Va. Va, mashallah, hast du gesehen? Die haben dir Probleme gemacht letztes Mal, oder nicht? Jetzt kannst du die. Bad, wa. Mashallah. Okay. Lam. Schau mal genau hin. Lam. Ha. Mim. Zal. Sin. Sin. Ta. Ta. Ba. Ba. La. Und wir haben über dieses La gesagt, das ist nicht ein Buchstabe, sondern eigentlich zwei. Zwei, nämlich ein Lam und ein Elif. Lam, Elif. La. Den schauen wir uns später noch genauer an. Okay, aber wir den Lam, Elif oder La. Und was er genau auf sich hat, lernen wir später. Mhm. Nun. Nun. Ha. Ha, mashallah. Wow. Ein. Ja. Ja. Elif. Elif. Ba. Nein, schau mal genau. Saad. Genau, kein Punkt. Zay. Zay. Ba. Ba. Fa. Fa. Rein. Rein. Nicht H, sondern, klarer, H ist ein anderer Buchstabe. Das ist wie ein deutscher Buchstabe, nämlich nicht H, sondern H. Aywa, bravo. Dal. Achtung. Damit haben wir die Gesamtwiederholung fertig. War schon ganz gut. Jetzt schauen wir uns die Buchstaben noch einmal an. Aber wir achten auf bestimmte Unterschiede. Okay? Denn es gibt Buchstaben, die sehen sich ähnlich. Aber hören sich nicht ähnlich an. Aha. Und es gibt Buchstaben, die hören sich ähnlich an. Und da müssen wir aufpassen. Aber sie sehen nicht gleich aus. Genau, sie sehen nicht gleich aus. Aber sie hören sich ähnlich an. Mhm. Und wichtig ist, dass wir sie dann auch anders aussprechen. Okay? Mhm. Und richtig aussprechen. Nehmen wir die ersten zwei. Das erste, der rechte ist was? Ein? Und das ist ein? Das ist ein? Sin. Okay? Ich sag vor, du sagst nach. Tha, sa. Erstmal zuhören. Tha, sa. Tha, sa. Tha, sin. Tha, sin. Gut. Die nächsten zwei? Rein. Zuhören. Zal. Zal. Zay. Zay. Zal. Zal. Zay. Zay. Okay, beim einen schaut die Zunge raus, beim anderen? Die
Nicht. Gut. Sei. Sei. War. War. Gut. Gehen wir die Reihe nochmal durch. Verziehen. Verziehen. Nicht ziehen. Verziehen. Verziehen. Super. Zell, sei. Zell, sei. Sei, war. Sei, war. Gut. Mach's mal alleine. Schau mal genau. Verziehen. Schön, dann? Hä? Zell. Komm, kurz dreh dich. Zell. 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 Gut, dann? Zell. Aha. War. War. War, der Punkt oben. War. War. Gut, steh mal auf, locker dich aus. Komm, wir sind fast fertig. Mhm. Okay, aber jetzt müssen wir uns konzentrieren. Zwei Zeilen, oder? Ein paar Zeilen, nicht viele. Mhm. Setzen wir uns hin, konzentrieren uns, okay? Passen wir kurz, ein paar Minuten auf und dann haben wir die Lektion hinter uns. Mhm. Te, bo. Te, bo. Nicht bo. Bo. Genau, te, bo. Te, bo. Gut. Se, wo. Schauen, Buki. Se, wo. Se, wo. Se, wo. Gut, und jetzt? Sin, fad. Sin, fad. Okay, Augen an die Tafel. Te, bo. Te, bo. Nicht bo, ba. Ba. Genau, te, bo. Te, bo. Se, wo. Se, wo. Sin, fad. Sin, Fad. Nicht Fad, Fad. Fad. Hm. Bei den ersten zwei, bei der zweiten Zeile ist es doch Te, Se, dann doch die beiden, also die nacheinander. Und bei Bo, Wa sind sie auch hintereinander. Ah. Ähnlich, stimmt. Te, Se, stimmt. Und Ba, Wa, ja. Gut beobachtet. Mhm. Stimmt. Gut. Dann mach mal die zweite Zeile konzentriert. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Alif, ein. Alif, ein. Man kann auch Hamza sagen. Alif, ein. Hamza, ein. Ja, kannst du auch sagen. Genau, bravo. Und dann? Ha, ha. Ha. Aufpassen, bei dem H hast du mal H gesagt, ja? Unterscheiden. H, H. H, H. Okay. Nochmal die ganze Zeile. Qaf, Kaf. Qaf, Kaf. Alif, Ein. Alif, Ein. Oder Hamza, Ein. Hamza, Ein. Man kann ihn beides nennen. H, H. H, H. Gut, alleine, Buki, konzentriert. Qaf, Kaf. Elif, Ein, Hamza, Ein. Super. Ha, Ha. Masha'Allah, Tabarakallah. Letzte Zeile. Ja. Letzte Zeile. Rein, Kha. Rein, Kha. Rein, Kha. Rein, Kha. Dal, Bad. Dal, Bad. Schön. Dal, Bad. Bad. Letztes. Ba, bad. Bad. Nein. Ba, bei Ba ist die Zunge vorne. Ba. Ba. Nicht Ba. 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 Buki, schau mich mal an. Sag mal Ba. Ba. Genau, wie heiße ich? Baha. Heiße ich Baha oder Baha? Hallo, Baha. Aha. Ba. Ha. Ba. Ha. Ba sollst du sagen. Ba. 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 Gut, und dann? Bad. 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 Ba. Ba. Bad. Bad.
Gott. Gut, sehr schön. Die ganze Zeit. Reinhaben. Bad. Bad, gut. Da. Wie heiße ich? Ha? Da. Bad. Bad. Schau, lass uns noch mal gemeinsam mit mir die Zeile machen. Rein, ha. Rein, ha. Del, bad. Del, bad. Pa, bad. Ba, pa, ba, bad. Bad. Tamam. Okay? Und damit haben wir jetzt das gesamte Alphabet abgeschlossen und wir beherrschen die Buchstaben. Beherrschen? Ja, wir können die Buchstaben. Okay? Und in der nächsten Lektion lernen wir jetzt, wie sich die Wörter zusammensetzen. Wenn der Buchstabe am Anfang des Wortes ist, in der Wortmitte oder am Wortende. Und wie das dann aussieht. Das kommt danach. Dieses Lied. Das kommt dann danach. Aber erstmal schauen wir, wie die Buchstaben aussehen. Okay? Ja, Mabuki. Das war's dann für diese Stunde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sehr gut.